Heute ist also der 24. Dezember. Jetzt haben wir alle Adventtüren aufgemacht. Und ich denke, bei unserem Adventkalender sind so manche nette, besinnliche und auch herausfordernde Texte mit dabei gewesen. Am 24. Dezember sage ich immer wieder, ist den ganzen Tag Heiliger Abend. Wir dürfen uns darauf vorbereiten, dass wir Jesus in einer ganz besonderen Form begrüßen können in der Krippe. Noch ist sie leer. Noch ist Maria und Josef auf der Suche nach einer Herberge und sie wurden abgelenkt, so wie viele Menschen heute in unserer Zeit abgelenkt werden. Es hat sich von damals bis heute das immer wieder durchgezogen, dass Herbergssuche ganz etwas Aktuelles ist. Herbergssuche in mehrfacher Hinsicht einmal in unserem Herzen drinnen. Nehmen wir ihn auf, lassen wir ihn ein, diesen menschgewordenen Gottessohn. Und zwar, indem wir immer wieder die Heilige Schrift lesen und uns daraus dann eine Orientierungshilfe suchen, damit wir gerade in dieser Zeit, in der wir leben, ja mit Gott unterwegs sein können und dass Gott durch uns Mensch wird. Weihnachten ist ja nicht nur ein Zurückdenken an das, was früher war, sondern Weihnachten ist vor allem das Fest der Liebe. Und da ist jetzt ganz, ganz wichtig dieser Zusatz der Liebe Gottes zu uns Menschen. Und wenn wir heute vom Christkindl beschenkt werden, ja, Christus, das Kind, hat uns beschenkt mit seinen offenen Händen, wo er sagt, nimm mich auf. Nimm mich in deine Arme und auch ich nehme dich in meine Arme. Aber wenn jetzt Corona-bedingt Abstand halten angesagt ist, da drinnen im Herzen, denke ich, brauchen wir nicht Abstand zu halten. Wir brauchen auch nicht Abstand zu halten, indem wir unsere Grenzen geschlossen halten, vor allem für Kinder, die keine Zukunft haben. So viele Menschen in unserem Land wären bereit, Flüchtlingen Heimat zu geben. Ja, mehr noch, sie dann zu unterstützen, auf ihrem Weg hineinzuwachsen in unsere Gesellschaft. Und ganz ehrlich, wir in Österreich veralten. Wir brauchen junge Menschen. Und ich denke, gerade da ist es eine Investition in eine Zukunft, die wir uns, reiche Österreicherinnen und Österreicher, leisten können. Wenn ich das jetzt sage, werden mir sicher einige zuhören und sagen, aber ich weiß nicht, wie ich es nächsten Monat überleben soll, wie ich meine Miete zahlen soll. Und ich denke, gerade da darf auch Weihnachten werden, weil die Finsternsgemeinschaften in unseren Orten, die Caritas-Gruppen in unseren Pfarrgemeinden, ja, solche Oasen sind, in denen man wieder zur Ruhe kommen kann, aufdanken kann und zukunftsfähig wird. Zukunftsfähig werden, Weihnachten ist das Fest der Zukunft. Aus einem kleinen Kind wird ein erwachsener Mann, wird einer, der eine Botschaft uns Menschen gebracht hat. Und ich denke hier nur an die goldene Regel. Alles, was ihr von anderen erwartet, das tut auch ihnen. Alles, was ihr von anderen erwartet, das tut auch ihnen. Und ich denke, wenn ich einmal in Not bin, dann bin ich froh, wenn Menschen mir zu Hilfe eilen und von daher möchte ich auch jetzt schon ein Mensch sein, der anderen zu Hilfe eilt.
Ich sage jenen von euch, vergelt's Gott, die sich als Sternsingerinnen und Sternsinger gemeldet haben, lei heuer wird es dann anders ablaufen, dass wir diese Botschaft der Menschwerdung Gottes in unsere Häuser tragen. Es werden Erwachsene sein, Einzelpersonen sein, die den Segen Gottes in eure Häuser bringen und natürlich auch um euer Mittun, um euer finanzielles Mittun bitten, damit so viele Menschen in dieser Welt dann in eine gute Zukunft gehen können. Der 24. Dezember ist also ein ganz besonderer Tag. Wir gehen vom Advent, von dieser Erwartung hinein in das große Fest, wo die Engel rufen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen auf Erden guten Willens. Ich wünsche uns diesen guten Willen. Ich wünsche so vielen, die in der Regierung tätig sind, ob im Parlament, ob in den Landtagen, dass wir guten Willens sind, die Menschen, die unsere Hilfe brauchen, zu hören, es uns zu Herzen gehen zu lassen und sie aufzunehmen. Liebe Menschen, die ihr alleine zu Hause seid, ich wünsche euch, dass ihr nicht sagt, ich bin allein. Denn aus gläubiger Sicht ist einer mit uns, dieser Gott des Lebens. Und wenn wir uns mit ihm im Herzen, im Gebet verbinden, dann kann ein Friede sich ausbreiten, der von oben herkommt und der uns innerlich wird. Gott liebt mich, Gott liebt dich. Und das sind keine Phrasen, sondern es ist eine Tatsache. Wir sind von ihm ewig gehalten. Advent bedeutet ja Ankunft Gottes auch am Ende der Zeiten. Advent bedeutet also hineinzuschauen in jene Lebenswirklichkeit, die nach dieser Welt beginnt. Und wenn wir heute der Stille Nacht, Heilige Nacht singen oder zumindest hören, dann möge etwas in uns erklingen, nämlich die Menschwerdung Gottes. Im Stillen, im Leisen, in der Einfachheit des Lebens. Gott geht mit. In diesem Sinn euch allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ich freue mich, wenn ihr über das Internet jetzt dann immer wieder auch bei den Gottesdiensten mit dabei seid und solange wir können und wir tun dies bis einschließlich zum 27. Dezember, dem Sonntag der Heiligen Familie, dass wir uns da zum Gottesdienst in der Kirche treffen. All jenen, die nicht kommen können, auf diese Art und Weise jetzt schon ein gesegnetes und friedvolles Weihnachtsfest. Es ist das Fest der Liebe Gottes zu uns Menschen.